Hallo Internet, danke fürs Reinschauen. Ich möchte in dem Video die sechste Emma Risk-Novelle vorstellen, und zwar mit besonderem Fokus aufs Auslagerungsmanagement und Business Continuity. Die BaFin hat am 16. August die sechste Emma Risk-Novelle veröffentlicht. Es geht um die Umsetzung von EBA-Vorgaben zu den gestundeten und notleidenden Risikopositionen, zu Auslagerungen und zum Umgang mit Informations- und Kommunikationsrisiken. Es gibt auch erhöhte Anforderungen zum Datenmanagement und der Aggregation von Risikodaten, und es werden Regeln zu Handelsgeschäften, vor allem im Kryptobereich, aktualisiert. Und damit nicht genug. Es gibt weitere Anforderungen, um die sich Banken kümmern müssen. Es gibt die Novelle des BSI-Gesetzes, die Aktualisierung der BAIT. In Europa arbeitet man an DORA. Das ist die digitale Resilienz, die für Finanzunternehmen optimiert werden soll und die eben auf dem Gebiet der Informations- und Kommunikationsdienste-Sicherheit eine Verbesserung auf europäischer Ebene erreichen soll. Dann gibt es das FISG, das FISC, mit dem auf Wirecard reagiert wird. Und natürlich läuft in diesem Jahr die Konsultation der BaFin zur neuen Anzeigeverordnung, also die Frage, wie die Auslagerungen konkret anzuzeigen sind. Aber wie gesagt, im folgenden Video befassen wir uns nur mit den neuen Anforderungen ans Auslagerungsmanagement. Und insbesondere geht es um die Risikoanalyse. Ich bin Rechtsanwalt Andreas Trapp und ich berate zum Compliance-Risikomanagement. In den neuen Emma Risk wurden aber nicht nur europarechtliche Vorgaben verarbeitet, sondern die BaFin reagiert auch auf Ergebnisse aus Prüfungen und Umfragen. In den Prüfungen wurden in vier Kategorien wesentliche Mängel festgestellt. Hauptsächlich, und zwar in 21% aller Prüfungen, wurden Mängel im Auslagerungsmanagement festgestellt. Außerdem mit um die 17% aller Prüfungen kamen Mängel beim Informationsrisikomanagement, gefolgt vom Informationssicherheitsmanagement, und immer noch ein Thema ist das Rechte- und Identitätsmanagement. Hier gab es wesentliche Prüfungsfeststellungen in 44er Prüfungen. Ein anderer interessanter Aspekt ist der sogenannte SREP-Prozess, bei dem es für nicht systemrelevante Banken um Informations- und Kommunikationssicherheit geht. Hier hat die BaFin eine Marktumfrage gemacht und die Institute haben sich selber eingeschätzt. Wie ist der Reifegrad ihrer Informationssicherheit? Die Institute sahen die Risikoschwerpunkte im Bereich IT-Outsourcing und IT-Sicherheit und Verfügbarkeit. Insgesamt haben Sie den Reifegrad Ihres Informationssicherungsmanagements als hoch eingeschätzt. Die BaFin ist dort nicht so optimistisch. Worum es der BaFin ging, hat der Exekutivdirektor Rösler, der für IT-Sicherheit und Auslagerungen zuständig ist, auf der IT-Sicherheitstagung der BaFin im September diesen Jahres auf den Punkt gebracht. Die IT-Sicherheit muss in jedem Institut Top-Priorität sein. Und er hat das in den Kontext von immer stärkeren Hackerangriffen eingeordnet und er hat als Beispiel genannt eine Denial-of-Service-Attacke gegen einen Dienstleister, der insgesamt im Juni des Jahres 800 Banken betroffen hat und der verhindert hat, dass Geld abgehoben werden konnte. Rösler weist auch auf die zunehmenden Erpressungsversuche mit Ransomware hin und am Schluss kommt er zum Ergebnis, dass selbst das beste und teuerste IT-Sicherheitssystem einer Bank wenig hilft,
wenn die Netzwerke und Dienstleister Sicherheitslücken aufweisen, vielleicht auch auf der Ebene von Subdienstleistern oder wenn die Banken Opfer höherer Gewalt werden. Fangen wir zunächst mit den Änderungen bei den Notfall- und Wiederherstellungsplänen an. Wie sieht hier die Regelung aus? Es gibt Änderungen in der Überschrift. Die Ziffer 1 und 2 enthält Neuerungen und die Ziffer 3 ist komplett neu. In der Vorgängerversion von AT 7.3 der MA-RISC ging es ums Notfallkonzept. Die Regelungen in Textziffer 1 wurden im Wesentlichen beibehalten. In der neuen Ziffer 3 findet man die Überprüfung von Angemessenheit und Wirksamkeit und das Erfordernis, abgestimmte Notfallprozesse mit wesentlichen Auslagerungen zu haben, ging nach Ziffer 2. Leicht umformuliert wurde die Notfallkommunikation. Ziffer 7.3 trägt jetzt die Überschrift Notfallmanagement und zeigt damit, wohin die Reise gehen wird. Es reicht nicht mehr aus, ein Notfallkonzept zu haben und den Mitarbeitern in einem Notfallhandbuch zur Verfügung zu stellen. Das Institut braucht einen risikobasierten Notfallmanagementprozess, der auf konkreten Zielen aufsetzt. Das Ergebnis ist ein stets aktuelles Konzept, das mindestens quartalsweise im Vorstand behandelt wird. Die Überprüfung von Angemessenheit und Wirksamkeit des Notfallkonzepts ist in die neue Ziffer 3 gewandert. Anders als früher reicht es nicht mehr, wenn der Notfallbeauftragte den Verantwortlichen die Ergebnisse schriftlich mitteilt. Die Risiken müssen aktiv und zwar auf der Basis von relevanten Szenarien gesteuert werden. Bezüglich der Notfallkommunikation wurde lediglich die Formulierung umgestellt. Zur angemessenen internen Kommunikation gehört, dass die Mitarbeiter Zugriff auf das Notfallhandbuch haben und klare Berichtswege definiert sind. Bei der Notfallkommunikation kann sich das Institut aber nicht nur mit sich selbst befassen. Es geht auch um angemessene externe Kommunikation, zum Beispiel mit der Bevölkerung, mit Aufsichtsbehörden und externen Dienstleistern. Okay, also so groß ist der Unterschied zum bisherigen Verfahren nicht. Und trotzdem lohnt es sich, die Frage zu stellen, an welchen Stellen müssen die Veränderungen in den Prozess der Erstellung des Notfallhandbuchs eingearbeitet werden. Und das ist in drei Stellen. Der erste Stelle ist die Auswirkungsanalysen, die Business Impact Analysen. Und hier geht es im ersten Schritt darum, die Aktivitäten und Prozesse zu identifizieren, die zeitkritisch werden. Und dann muss mittels Risikoanalysen für genau diese Prozesse die Gefährdungen identifiziert werden. Neu ist an der Stelle der Fokus auf sogenannte Notfallszenarien. Und die BaFin macht hier Vorgaben, welche Notfallszenarien konkret zu betrachten sind. Es sind der Standortausfall, der IT-Systemausfall, Mitarbeiterausfall und der Ausfall von Dienstleistern zu berücksichtigen. Insofern kann man sagen, eigentlich, also das, was sowieso Best Practice war und was wir auch in der Sparkasse, mit der ich enger zusammengearbeitet habe, so umgesetzt haben. Und jetzt kommen wir zu den Änderungen im AT9, den Auslagerungen. Und die BaFin weist darauf hin, dass die Änderungen, die vorgenommen worden sind, um die EBA-Guidelines zum Outsourcing umzusetzen, den gesamten Auslagerungszyklus betreffen, von der Risikoanalyse über die Vertragsgestaltung bis hin zur Steuerung und Überwachung der Risiken. Auch an der Stelle möchte ich damit anfangen, dass wir uns zunächst mal die Gesetzeslage oder vielmehr die Situation in den neuen MA-RISC anschauen. Die erste Änderung finden wir in Textziffer 2. Sie betrifft die Risikoanalyse. Textziffer 4 enthält die Ergänzung, dass Auslagerungen nicht dazu führen dürfen, dass nur noch eine leere Hülle existiert. Textziffer 5 erweitert die Auslagerungsmöglichkeiten innerhalb einer Gruppe.
Textziffer 7 befasst sich weiterhin mit zwingenden Vertragsinhalten für Auslagerungsverträge. Hier werden die notwendigen Punkte in Umsetzung der EBA-Guidelines erweitert. In Textziffer 8 werden die Pflichten des Auslagerungsunternehmens im Fall der Weiterverlagerung verschärft. Textziffer 9 wurde ergänzt. Bei wesentlichen Auslagerungen sind Schlüsselindikatoren für Leistung und Risiko in Vertrag zu regeln und bei der Auslagerungssteuerung zu überwachen. In den Textziffern 12 und 13 wird die Position des Auslagerungsbeauftragten eingeführt und gegenüber dem Auslagerungsmanagement abgegrenzt. Die neue Textziffer 14 regelt das Auslagerungsregister. Den Abschluss bildet Ziffer 15. Sie enthält Erleichterungen für Gruppen und Finanzverbünde. Also man sieht hier, die Änderungen spielen sich gar nicht so sehr im Text des AT9 ab, sondern mehr in den Erläuterungen. Und selbst in den Erläuterungen ist es ja nur ein versteckter Hinweis auf die Anforderungen in den EBA-Guidelines. Darauf möchte ich im Folgenden noch mal genauer eingehen. Aber zunächst mal müssen wir uns den Auslagerungsprozess anschauen. Und wir finden da ganz viel Bekanntes. Wir starten nach wie vor erstmal bei der Kategorisierung. Handelt es sich um Auslagerung, sonstigen Fremdbezug oder sonstige institutstypische Dienstleistungen? Im zweiten Schritt sollte man sinnvollerweise prüfen, ist die Auslagerung überhaupt zulässig? Hier hat sich eine kleine Änderung ergeben. Es geht nicht mehr nur darum, zu prüfen, ist die Auslagerung für das auslagernde Institut zulässig oder werden wesentliche Steuerungsfunktionen ausgelagert, sondern es geht auch um die Frage, darf der Auslagerungsnehmer, der Vertragspartner, hat der die notwendigen Lizenzen in dem Land, in dem er sich befindet, um die Auslagerung überhaupt durchführen zu dürfen? Das spielt vor allem bei Zahlungsdienstleistern eine wichtige Rolle. Wenn man an der Stelle angekommen ist, muss man, und das war aber auch schon nach altem Recht so, müssen die Risiken der Aus- und jetzt aber auch ausdrücklich der Weiterverlagerung identifiziert und bewertet werden. Auch das ist im Grunde genommen gängige Praxis. Die wesentliche Änderung, die die BaFin in ihren Erläuterungen anspricht und dort Bezug nimmt auf die EBA-Guidelines Textziffer 65 bis 68, ist, dass Szenarioanalysen gemacht werden sollen, und zwar unter Verwendung externer und interner Verlustdaten. Und erst wenn die Risikoanalyse abgeschlossen ist, dann kann man die Wesentlichkeit der Auslagerung auf der Basis der Risikoanalyse feststellen. Und deswegen lohnt es sich auch mal, sich mit der Frage auseinanderzusetzen, wie sieht denn so eine Szenario-Risikoanalyse aus? Wer sich in Deutschland mit Szenariotechnik befasst, kommt an dem Standardwerk von Ute von Reibnitz aus dem Jahr 1992 nicht vorbei. Ausgangspunkt ist die Gegenwart und die Frage ist, was die Zukunft bringt. Bleibt alles so, wie es ist, haben wir eine konstante Trendlinie. Das ist aber eher unwahrscheinlich. In Wirklichkeit gibt es viele Einflussfaktoren und die wirken komplex zusammen. Im besten Fall realisieren sich alle Chancen. Dann haben wir das Best-Case-Szenario, hier Archetyp A genannt. Aber wenn Murphy's Law zuschlägt und alles schief geht, was schief gehen kann, dann haben wir das Worst-Case-Szenario, Archetyp B. Der Ausgangspunkt in der Gegenwart und die Archetypen A und B bilden den Szenariotrichter. Dieser spannt den Möglichkeitsraum auf, in dem sich die einzelnen Szenarien befinden. Die Szenariotechnik befasst sich aber nicht nur mit absehbaren Ereignissen und Trendprojektionen. Auch Störereignisse werden analysiert. Dazu wird eine Liste mit Eventrisiken zusammengestellt. Geprüft wird deren Einfluss auf die Szenarioentwicklung und die Möglichkeiten für das Unternehmen, sich darauf einzustellen. Ute von Reibnitz hat einen 8-stufigen Prozess vorgeschlagen, den ich im Folgenden vorstelle. Am Anfang steht die Aufgabenanalyse, in der der Untersuchungsgegenstand definiert und das
Untersuchungsinteresse geklärt wird. Im Kontext des AT9 MA-RISC geht es darum, die Wesentlichkeit einer Auslagerung festzustellen und Schlussfolgerungen für die Vertragsgestaltung und das Auslagerungsmanagement zu ziehen. Für Volksbanken und Sparkassen empfiehlt es sich, 4 Szenarioanalysen durchzuführen, und zwar für das Girogeschäft, das Kreditgeschäft, das Anlagegeschäft und das Vermittlungsgeschäft. Unter Umständen kann auch eine Szenarioanalyse für das Depot-A-Geschäft erforderlich sein. Es ist wichtig, den Untersuchungsgegenstand auf die Geschäftsstrategie und das Controlling abzustimmen. Ansonsten besteht die Gefahr, dass die Analyse nicht vollständig ist oder die Wesentlichkeit nicht korrekt ermittelt wird. Auch die Ableitung von Frühwarnindikatoren wird schwierig. Im nächsten Schritt der Einflussanalyse werden Einflussbereiche definiert und Einflussfaktoren sowie deren Vernetzung ermittelt. Für Zwecke des AT9 sollte für jede Auslagerung ein eigener Einflussbereich vorgesehen werden. Dem werden die Risikofaktoren der EBA-Guidelines zugeordnet. Die Vernetzungen leiten sich aus der vorgeschalteten qualitativen Risikoanalyse ab. Im Zentrum stehen die Ursache-Wirkungszusammenhänge. Ausgehend von typischen Gefährdungslagen werden die Folgen abgeschätzt. Dazu muss die institutsspezifische Verwundbarkeit ermittelt werden. Diese leitet sich primär aus der Bedeutung der Auslagerung für das Kerngeschäft oder Vertriebskanäle bzw. wesentliche Steuerungsprozesse ab. So erhält man das inhärente Risiko, also das Risiko ohne Maßnahmen. Das Nettorisiko kann man zum Zeitpunkt vor Vertragsabschluss nur abschätzen. Hierzu werden die vertraglich vereinbarten Zusicherungen und Gewährleistungen berücksichtigt. Ins Nettorisiko spielt auch die Integration des ausgelagerten Bereichs in das interne Kontrollsystem und die internen Kontrollverfahren hinein. Das auslagernde Institut muss sich also mit dem Reifegrad des IKT-Risikomanagements beim Auslagerungsunternehmen auseinandersetzen. Durch die Einflussanalyse können wesentliche Faktoren von nicht so wichtigen Einflussfaktoren unterschieden werden. Die Trendprojektion befasst sich dann nur noch mit den wesentlichen Einflussfaktoren. Diesen werden neutrale Kenngrößen zugeordnet, die messbar sind und überwacht werden können. In die Vertragsgestaltung gehen die Deskriptoren als Key Performance Indicator oder Key Risk Indicator ein und spielen eine wichtige Rolle im Service Level Agreement. Durch Alternativenbündelung, Szenariointerpretation und Konsequenzanalyse werden die relevanten Szenarien herausgearbeitet. Für diese findet dann die Störereignisanalyse statt. Dabei werden abrupt auftretende Eventrisiken, wie zum Beispiel Naturkatastrophen, betrachtet. In diesem Schritt finden die in AT 7.4 geforderten Risikoanalysen zur Ableitung von Notfallplänen und Wiederanlaufplänen statt. Ein Vorteil der Szenariotechnik ist, dass die Störereignisanalyse sich auf die wirklich für das Unternehmen relevanten Störereignisse beschränken kann. Den Abschluss bildet der sogenannte Szenariotransfer. Dabei werden die Ergebnisse in die Leitstrategie, in die Business Continuity Pläne und auch in die Vertragsgestaltung des Auslagerungsvertrags übernommen. Gut, also die Szenariorisikoanalyse, die ist eine aufwendige Sache. Und die schüttelt man nicht einfach so aus dem Ärmel. Die gute Nachricht ist, Szenario-Risikoanalysen müssen nicht in jedem Fall gemacht werden. In einfacheren Fällen mit überschaubaren Risiken
können auch qualitative Verfahren verwendet werden, wie zum Beispiel Expertenschätzungen. Die Ergebnisse dieser Risikoanalyse fließen dann in die Vertragsgestaltung ein. Bei der Vertragsgestaltung gibt es in Textziffer 7 weitere Punkte, die zu berücksichtigen sind. Im Schwerpunkt geht es um die Zutritts-, Zugangs- und Zugriffsregelung. Eine weitere Neuerung ergibt sich aus der wieder eingeführten Anzeigepflicht. Diejenigen, die schon länger im Bankgeschäft unterwegs sind und sich mit Auslagerungen befassen, für die ist das ein alter Bekannter. Wir hatten schon vor langer Zeit die Pflicht, Auslagerungen, bevor man sie durchführt, der BaFin anzuzeigen. Genau diese Pflicht kommt jetzt wieder, aber nicht durch die Emma Risk, sondern durch § 24 Absatz 1 Nummer 19 KWG, der durch das sogenannte FISC eingeführt wurde in Reaktion auf den Wirecard-Skandal. Und es kommt noch eine weitere Notwendigkeit, die Notwendigkeit, ein Auslagerungsregister zu führen und aktuell zu halten. Die Pflichten dazu finden sich in § 25b Absatz 1 KWG und näher konkretisiert wird das durch die EBA-Guidelines in den Textziffern 54 fortfolgende. Wichtige Frage immer, wenn sich die EMA-Risk ändert, bis wann muss es fertig werden? Und die schlechte Nachricht ist, die Umsetzungsfrist für, also zum Beispiel die Anforderungen der EMA-Risk endet am 31.12.2021. Es gibt aber tatsächlich, und das macht aus meiner Sicht auch Sinn, es gibt eine weitere Frist zur Anpassung bestehender Auslagerungsverträge und die geht bis zum 31.12.2022. Für die Zeit, das ist der Übergangszeitraum, den die BaFin zugesteht, um in die alten Auslagerungsverträge die neuen Anforderungen aus AT9 hineinzuverhandeln. Ja, und das war's dann auch heute schon in diesem Video. Wenn es euch gefallen hat, gebt ihm ein Like, abonniert den Kanal und schaut auch vielleicht im nächsten Jahr wieder herein, wenn ich über Compliance-Fragen auf diesem Kanal berichte.